Damals, liebe Cecilia, hattest du die Güte, meine kleine Rente auszusetzen. Ich komme in dieser Sache. Sie sind so schlank und biegsam, Herr Marcel. Sie sind sicher erschöpft. Wollen wir uns nicht ins Gras setzen? Es ist nicht feucht. Es ist nur weich. Komm her, Rudolf. Du musst mich küssen hier. Und deine Hand hier. Du weißt doch, er hatte seine Hand hier. Nein, ich hatte meine Hand da 20 Jahre lang. Ich. Aber er hatte sie zuerst hier. Wenn ich mein Geld nicht bekomme, bin ich zu allem fähig. Pfui, Rudolf, nimm sofort die Mütze ab. Zum Beispiel könnte ich mit deiner Schwester reden über unsere Beziehung. Rudolf, zu spät, das wundert mich. Ich mache meinen Rundgang um das Haus, da sehe ich Licht. Ich erlaube mir zu sagen, nein, den Medizinschrank habe ich im letzten Herbst ausgeräumt, um seine Bestände zu erneuern. Fräulein Clementine war mir freundlicherweise dabei behilflich und hat die Reste selbst fortgeworfen. Das war so ein kleines blaues Fläschchen mit so einem weißen Pulver, nicht wahr? Es ist nicht mehr da.